Sie wurde geboren als Sayida Salme, Prinzessin von Oman und Sansibar. In Sansibar Stadt, da kam sie heute vor 175 Jahren zur Welt, um dann in eine ihr völlig fremde Welt und in die Wirren des Kolonialismus zu geraten. Als Emily Rüthe starb, war es dann 1924 und das geschah in Jena. Wie das alles kam, hat Thomas Hartmann aufgeschrieben und Conny Wolter erzählt es uns nun. Es beginnt als Liebesgeschichte. Mein Haus lag unmittelbar neben dem seinigen. Und von einem Fenster des oberen Stockwerks aus war ich oftmals Zeuge von fröhlichen Herrengesellschaften, die er, um mir die Art der europäischen Mahlzeiten zu zeigen, arrangiert hatte. Nur bald wird alles viel dramatischer. Denn die Frau, die hier erzählt, ist Sayida Salme, Prinzessin von Oman und Sansibar, der Begehrte ein Kaufmann aus Hamburg, Rudolf Heinrich Rüthe. Salme wird schwanger und das bringt sie in Gefahr. Julius Waldschmidt schreibt in Kaiser, Kanzler und Prinzessin: Die Verbindung mit einem Christen und deren Folgen machten nach islamischer Anschauung die junge Frau todeswürdig. Salme flüchtet 1866 mit einem Schiff aus Sansibar. Sie landet in Aden, lässt sich hier taufen und heiratet ihren Kaufmann. Die Prinzessin heißt nun Emily Rüthe. Das Eheglück aber währt nur kurz. Der Gatte stürzt im August 1870 beim Abspringen von der Pferdebahn und wird von dieser überfahren. Ich stand nun einsam in der großen fremden Welt mit drei kleinen Kindern, von denen das jüngste nur 3 Monate zählte. Doch diese Welt ist nicht nur groß und fremd, sie ist auch eigen. So darf Emily Rüthe als Frau nicht frei über das Erbe ihres verunglückten Mannes verfügen und muss Vormünder einsetzen. So bestimmen es die Hamburger Gesetze. Wahrscheinlich mit ein Grund, weshalb ihr die Hafenstadt leid wird. Ich siedelte nach Dresden über und erfuhr hier in allen Kreisen das freundlichste Entgegenkommen. Als später in mir der Wunsch entstand, an einem ruhigen Ort zu leben, zog ich mich für einige Jahre nach dem idyllischen Rudolstadt zurück. Emily Rüthe verdient sich Geld mit Arabischunterricht. Gleichzeitig hofft sie auf Aussöhnung mit ihrer Familie daheim, auf Unterstützung aus Sansibar. Ich verließ meine Heimat als vollkommene Araberin und als gute Mohammedanerin. Und was bin ich heute? Eine schlechte Christin und etwas mehr als eine halbe Deutsche. Die geborene Prinzessin glaubt darüber hinaus, dass ihr aus Sansibar ein Erbe zustünde. Für Berlin wird sie darum zum Faustpfand. Im Zuge der deutschen Kolonialbestrebungen in Ostafrika kommt es zum Konflikt, ausgerechnet mit Sansibar. Dort befürchtet man nichts anderes, als dass das Deutsche Reich letztendlich das Sultanat kassieren wolle. Die Auseinandersetzung wird schließlich 1885 vertraglich gelöst, aber nur, weil Deutschland mit Kriegsschiffen droht. Emily Rüthe dient die ganze Zeit als möglicher Trumpf. Bismarck sagt das klipp und klar. Für ihr Schicksal können wir die Reichsinteressen nicht einsetzen. Nötigt uns der Sultan durch sein Verhalten zu militärischer Gewalt, so ist die deutsche Bürgerin Rüthe ein nützliches Argument für uns, um Gewalt zu rechtfertigen. Dieser Konflikt bringt immerhin mit sich, dass Emily Rüthe ihre Heimat wieder sieht. Mehr aber nicht. Bald darauf erscheinen ihre sehr erfolgreichen Memoiren. Ab 1892 lebt sie für lange Zeit in Beirut, um schließlich doch nach Europa zurückzukehren. Ihre letzten Jahre verbringt sie in Jena.